Ein herzliches Hallöle und damit willkommen zurück hier bei The Division 2. Und hier heißt doch glatt jemand in mir gespawnt. Mein Zwilling quasi mit Brille und Helm. Schön. Gut sieht er aus, der Kumpel. Außer die Schuhe. Meine Schuhe sehen schöner aus. Okay. Zu viel gequatscht, wollte ich gerade sagen. Wir werfen uns gleich ins. Versorgungszug entgleisen lassen. Der hatte auch einen Behälter mit Shade-Technologie an Bord und dem Signal nach haben sie ihn gefunden. So, jetzt wissen wir auch gleich, worum es geht. Shade-Technologie aus einem umgestürzten Zug zu bergen. Das sollte doch ein leichtes für uns sein. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Vor allem, weil wir nebenberuflich ja auch Lokführer sind. Das müssen wir hier nochmal. Oh, hier wird schon geschossen. Eieiei. Querschläger. Eieieiei. Hier geht's aber heiß zur Sache. So. Mal schauen, ob wir die irgendwie unterstützen können. Kann hier leider nichts sehen, jedenfalls nicht aus dieser Position. Nachladen. Der steht hart unter Feuer, der Junge. Kein Schussfeld, aber ich will den Typen. Nee, von da wirst du auch nichts treffen. So, trotz alledem, das werden die Jungs hier schon regeln. Wir machen uns auf den Weg. Ab zum Technologiebehälter. Und wir wollen mal schauen. Wir wollen mal schauen, dass wir uns quasi in der nächsten Folge. Vielleicht gibt es so eine Kurzfolge, das müssen wir mal sehen. Vielleicht werfen wir eine ganz kleine Kurzfolge ein, sozusagen. Uns um diese ganze Thematik Punkteverteilung und widmen. Eieieiei. Den habe ich erwischt. Den habe ich gut erwischt. Kontrollpunkt? Könnte ich jetzt hier... Achso, nee, doch nicht. Bleibt das jetzt anscheinend nicht aus hier? Ich weiß es nicht. So, lad mal schön nach. Irgendwie hakt er da fest. Ich glaube, der hat... Okay. Aber sie scheinen, ich will jetzt sagen, sie scheinen dieses Leichenstunning oder wie sich das auch immer schimpft,
glaube ich, ganz gut unter Kontrolle gehabt zu haben. Also irgendwie muss das beim kleinen Patch irgendwo wohl doch mit weg sein. Ich habe es jedenfalls nicht mehr gehabt. Also ihr wisst, wo die Personen einfach, die Leichen quasi einfach da gestanden haben, wie die großen Heiligen. So. Kann ich jetzt rüber? Nee, ich kann da nicht rüber. Aber ich kann hier durch. Nein, kann ich auch nicht. Jetzt kann ich rüber. Zack. Shaytech-Behälter erkannt. Die True Suns haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen. An Bord befand sich ein SHD-Tech-Behälter. Und die True Suns haben ihn vermutlich gefunden. Okay, komme ich... Ach, hier komme ich jetzt anscheinend nicht durch, ne? Das Zugwrack erreichen. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich um die Ecke rumlaufen. Uns mal ganz langsam ranwagen hier. Oha. Hier ist auf jeden Fall was los. Gehen wir denn jetzt am besten mit um? Ich finde nicht, dass das lustig wird. So, wenigstens Munition gegrabt. Ach, vorstoßen. Sie nähern sich der Markierung. Oh. Krass. Krass, 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 krass. Unterhalb der Brücke suchen. Ja, aber da habe ich doch eben schon gestanden, oder? Markierung in der Nähe. Na, komm her, komm raus, komm raus. Da haben wir die 7. Hey, so. Irgendwo ist noch einer.
Scheiße! Gib schon auf, Arschloch! Heilige! Wie ist er so nah rangekommen? Wow. So, hier muss doch irgendwo noch... Ich würde sagen, hier ist doch irgendwo... Da ist das. Okay. Der Behälter ist ganz in der Nähe, Agent. Oh ja, es fängt an zu regnen. Ist meist nie gut. Reparaturkit, das ist sehr gut. Komm noch ein, komm. Jetzt aber hart zur Sache. So, noch einen? Haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen. Toll, habe ich ja gut, habe ich ja sehr gut platziert. Noch eine? Oh, wir haben noch eine. Ja, ich schütze es. Granate! Komm, mit der Scheiße! Muss das jetzt regnen? Aber meine Güte nochmal. Da ist auch noch was, das wollen wir auch noch schnell mitnehmen. Krass, aber richtig der Shootout hier. Nice. Den Behälter mit der Tech nicht öffnen. Das Schloss sieht robust aus. Wenn Sie Zeit haben, bringen Sie ihn zurück zur Basis. Sehr gut. Und ich habe Zeit. Natürlich habe ich Zeit. Hm? Verstanden? Verstanden? Verstanden. Premium. Ich habe Premium-Credits bekommen. Okay. Naja, denn. Wenn so sein soll, ne? Dann nehmen wir das doch dankend an. Auf jeden Fall. So, ich glaube,
Moment, da war doch vorher Stufe 12, oder? Da ist noch ein Safehouse. Komm, Freunde, ich weiß, ich bin sagen, wir machen Haupteinsatz, aber lass uns doch kurz hier den Kontrollpunkt einnehmen, das Safehouse einnehmen. Und dann glaube ich, sind wir ganz gut dabei bei der Nummer. Und schauen dann mal in der nächsten Aufnahmesession sozusagen uns eventuell die Loot-Sachen an. Wir kümmern uns um die Punkte und wir kümmern uns um die Haupteinsätze. Ich muss mal echt vorsichtig unterwegs sein, wenn es solch ein Wetter ist. Meine Güte nochmal. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht. Vor allem nicht absolut unvorteilhaft, wenn man einen gegnerischen Kontrollpunkt einnehmen möchte. Habe ich so das Gefühl. Da sind auch hier Verbündete von uns. Patrouillieren. Immer gut. Wenn man Leute dabei hat, die patrouillieren. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Gott, ich sag's ja, ganz ungünstig. Ich kann kaum was hier sehen, ich kann kaum was sehen. Aber jetzt sind Soldaten da von uns. Jetzt sind die Gegner da, jetzt sind unsere Leute da. Sehr nice Geschichte. Nachladen. Ich glaube, ich werde den mal versuchen, per Sniper auf die Rippe zu nehmen. Oh, nice. Der war gut. Sollte ich mal nachschauen? Sollte ich mal gucken gehen? Sah nach einem Desync aus. Mehr Gegner! Da drüben! Kam er denn jetzt hoch hier? Die haben aber auch... Schwer gepanzerter Feind erkannt. Oh nein. Okay, verteidigen wir das Ding. Schick es zur Hölle.
hin. Schieß sie jetzt! Ich verteidige jetzt mein Leben. Wir haben einen von uns. Ich bin bereit. Hört nicht auf, bitte. Hörst du da dran, verdammt? Was hast du getan? Wow, 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 wow. Boah. Also in Helm wäre das bestimmt dreimal einfacher gewesen, Leute. Kommen Sie doch mal vorbei, Agent. Ein Projekt ist bereit zur Fertigstellung. Ah, noch ein Projekt fertigzustellen. Sehr schön. Ich weiß, dass du was benötigst. Jetzt wenn wir den Nachschubraum noch nehmen. Wir wollten da hinten noch einmal das Safe House. Ja, das Safe House wollten wir noch. Upsala. Erstmal füllen wir Munition auf. Das, denke ich, ist eine ganz gute Sache. Da fehlt uns so einiges. Haben wir den Vorratsraum? Ja. Das ist bestimmt noch einiges zu holen. Oh. Tausender Maske. Na, hartes Ding. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier für eine. SBR 9mm. Das scheint auch so eine. Ist das 931er Schaden, 500er Rounding. Krass, wir nehmen es mal mit. Mal gucken, was uns das bringt. So, nicht verzagen, müde Fragen. Wollen wir mal zum Safe House gehen und vom Safe House zum Theater, um das Projekt abzuschließen. Dann denke ich, du benötigst Nachschub. Was benötigst du denn? Danke für Ihre Hilfe. Wir kommen erstmal zurecht. Da haben wir mal gar nichts. Was haben wir? Und da haben wir 150. Puh. Ja. Ne? Und da haben wir eh schon voll. Also können wir das mal investieren. Oh nein, nein. So viel wollte ich nicht. Du kriegst erstmal das, was du von mir kriegst hier. So. Und haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Und das ist halt auch so ein Thema, da theoretisch, also man kann sich mit dem Spiel ja unlängst, Alter, das ist ja unglaublich. Also auf Versorgungsmissionen gehen, ein paar Nebenprojekte abschließen. Also es ist schon, die Bandbreite ist echt schön und echt groß und echt toll. Wirklich. Das muss man ja ganz klar so sagen. Ich habe so das dumme Gefühl, dass ich hier gleich ganz gewaltig in irgendeine Scheiße reinlatsche. Ja, da sind nämlich schon die Ersten, die hier irgendwas bewachen. Aber, ich glaube... an. Die haben mal eben schnell, jetzt stellt euch mal vor, die würden, das wäre auch lustig, die würden hier stehen und ich lege die Waffe ab zur Seite. Wäre auch eine lustige Angelegenheit, aber ich glaube, die hatten, ja, die sind nass geworden, deswegen haben sie sich nur untergestellt. Wir sind ja auch nett. Können wir es auch mal lassen. Also, kein Thema, ja. Die hatten einen Radiosender, um feindlicher Propaganda entgegenzuwirken. Sieht aus, als wäre noch viel zu tun. Ich schicke ihnen, was ich habe. Okay, kleiner, schnuggeliger Raum, ja, nicht groß, nicht viel zu holen, eigentlich eher gar nichts, aber Befreiung von Southfest. Machen wir das Laufwerk okay, Agent, dann glänzen Sie mal. Mal sehen, was wir hier so haben. Aktivitäten und Projekte hinzugefügt, alles gut. Wir haben es ja nur freigeschaltet im Endeffekt, ja, wir haben hier den Bereich nur einmal aufgedeckt sozusagen, aber wo wir auf jeden Fall jetzt hinwollen, das ist natürlich Theater, da haben wir noch ein Projekt abzuschließen sozusagen. Und da marschieren wir jetzt hin und schauen, was uns dieses Projekt quasi bringt. Entschuldigung, irgendwie habe ich hier mal pusten müssen. So, schauen wir mal, was haben wir dann hier für ein Projekt abgeschlossen. Projekt abgeschlossen. Ah, das war die SMG9 Replikat. Okay.
Und das scheint das neue Projekt zu sein. SAD-Behälter in Southwestbergen, das kriegen wir hin. Aktivitäten abschließen und Nachschub an Verbündete liefern. Jo, ne? Ist auch was. Kann man auch bringen. Kein Thema. So, Freunde, schauen wir doch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein kleines bisschen Zeit haben. Wir schauen uns mal die Waffen an. Das ist natürlich schon eine harte Nuss. Eindeutig eine Nahkampfgeschichte. Könnte man jetzt überlegen, ob man nicht einfach... Ja, ich würde sagen, wir packen die drei mal ins Lager. Hello. Die will ich nicht verkaufen, die will ich ins Lager packen. Dadurch wird das hier zur Nahkampfwaffe sozusagen, das hier zur mittlere Waffe und die vier lassen wir mal drin. Also die M1A, die M700 Tactical und die T821 packen wir jetzt einfach mal erstmal ins Lager. Da ist das Lager. Dann ziehen wir das jetzt quasi durch, was wir die ganze Zeit schon, was wir eigentlich in der nächsten Folge machen wollten. Also, die ins Lager bitte. Genauso wie die ins Lager, genauso wie die ins Lager. Die beiden gucken wir uns jetzt gleich an. Genau, machen wir am besten jetzt. Upsala, Entschuldigung. So, schauen wir uns die doch mal an. Was haben wir denn da für Mützchen? Also, so, wir haben eine Optik. Ich glaube, sie hat schon wenig Präzision. Ne? Wir erhöhen mal die Präzision an dieser Stelle. Dann haben wir eine Mündung. Die bringt ein bisschen mehr Stabilität. Das ist auch gut. Dann haben wir zwei Unterlaufschienen, die das Nachladetempo auf jeden Fall erhöht. Das ist auch nice. Und wir haben einen Munitionsgurtplatz. Nochmal 20% Nachladetempo. Nicht schlecht. Von daher ist das schon mal ganz gut ausgerüstet. Und dann schauen wir uns die Vektor nochmal an, was wir hier so haben. Wir haben hier noch eine Optik. Die Präzision ist natürlich völlig für den Arsch. Die soll ja auch gar nicht groß quasi nachladen. Die Frage ist, ob wir hier das Nachladetempo hochsetzen. Das gibt aber auch nur 0,1 Sekunde. Oder ob wir die Reichweite ändern. Ich denke, Präzision... Soll das Präzision oder... Ach komm, wir machen die Präzision. Es ist doch vielleicht doch keine schlechte Idee, auch im Nahkampf muss. Und dann nochmal 10% Präzision. Das gefällt mir. Und ansonsten haben wir auch keinen direkten Modplatz, wenn wir so wollen. Trotz allem bleiben wir erstmal auf dieser Waffe hier. Das ist in Ordnung. Dann schauen wir uns die Nummer an. Okay, aber die bringt... Alter, die ist wesentlich besser. Die ist wesentlich besser. Also schnappen wir uns diese Maske für den täglichen Gebrauch, wenn wir so wollen. Das Holster soll das hier besser sein. Um genau 3. Hat aber 7% Verringerung des Cooldowns. Aber hier sind die Fertigkeiten stärker höher. Also bleiben wir mal bei dieser Geschichte. Dann haben wir Knieschoner, die wohl noch einiges mehr bringen. Auch Fertigkeitsstärke. Machen wir mal. Wir gehen da mal rauf. Handschuhe. So, Handschuhe, mal gucken. 155 mehr als die jetzigen. Aber wir haben hier 5% Fertigkeitsstärke und 10% Cooldown. Das heißt, wir bleiben erstmal dabei. Finde ich ganz cool. So, Knieschoner haben wir 3 Stück. Wir lassen das mal drin. Wir müssen das nachher nochmal abchecken mit den wir müssen mal abchecken mit den Projekten, ob wir da noch irgendwas investieren können. Danach können wir es halt immer noch verkaufen. So, Platz für Impulsgeber. Irgendwie kriege ich für die Suchaminen kriege ich nichts. Für die Suchaminen kriege ich echt wenig. Fast gar nichts eigentlich auch. Okay, und wir haben noch einen Behälter, den werden wir jetzt nochmal öffnen. Mal sehen, was bei rausspringt. Oh ja, doch. Doch, eine MPX mit 4 Modplätzen. Vielleicht ist die sogar besser als die andere. Müssen wir gleich mal schauen. Bestätigen mal und schauen uns das jetzt dann doch nochmal an. 1,4 auf jeden Fall. Und? Ja, ganz klar. Dann nehmen wir die 1,4. Das bringt uns auf jeden Fall mehr. Und... genau, wir wollten uns nochmal kurz die MPX anschauen. Und ja, sie hat zwar weniger Schuss pro Minute, um genau sein 300, aber dafür hat sie auch fast 200 mehr Schaden.
Schauen wir sie uns an. Gucken, was wir an Mod-Sachen draufpacken können. Und ja, wir können auf jeden Fall was draufpacken. Können hier die Präzision nochmal verbessern. Da das ein Da das eine Nahkampfwaffe ist, werden wir auf jeden Fall die Präzision an dieser Stelle erhöhen. Da bleibt nichts anderes, ist auch nochmal eine Präzision höher. Sehr schön. Und ja, das war's. Also 9mm Magazinplatz haben wir noch nicht und wir haben auch noch keine kurze Unterlaufschiene. Ich denke, Freunde, es ist an der Zeit, die nächste Folge mal wirklich einfach mal eine Modifikationsfolge zu machen. Also Punkte verteilen, was kann man so an Blaupausen rausholen und so weiter und so fort. Vielleicht, ich deute das mal als vielleicht hin, denn das werden wir im Einzelnen nochmal entscheiden. Von daher wandert die jetzt noch ins Lager. Wir wechseln hier nochmal drauf. Die andere wandert jetzt nochmal ins Lager. Oh, ich war ja schon dran, ne? Entschuldigung. So, wo haben wir sie? Da, und bitte ins Lager verlegen. Und den Rest, der bleibt halt so. Sieht gut aus, denke ich. Und von daher, Freunde, mit dieser Einstellung... nein, stopp. Einen haben wir noch. Oh ja, wir haben einen besseren Rucksack hier. Ein wesentlich besserer Rucksack. Okay. Ja, aber jetzt mit dieser Einstellung, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da gerne noch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.